Angesichts der steigenden Zahl von Migranten, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren und in Seenot geraten, fordern drei Hilfsorganisationen, die Such- und Rettungsaktionen durchführen, die Unterstützung der EU. SOS Mediterranee, Ärzte ohne Grenzen und Sea-Watch haben in den letzten Wochen Tausende von Menschen aus überfüllten, seeuntauglichen Booten gerettet. Innerhalb von 5 Tagen haben die GeoBarons, ein von Ärzte ohne Grenzen betriebenes Such- und Rettungsschiff, und die Ocean Viking, ein von SOS Mediterranee in Partnerschaft mit der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften gechartertes Such- und Rettungsschiff, 16 Flüchtlingsboote aus Seenot gerettet. An Bord der GeoBarons befinden sich immer noch über 600 Menschen, darunter mehr als 150 Minderjährige, denen trotz Anfragen an Italien und Malta kein Zielhafen zugewiesen wurde. Die Seenotretter warnen vor den Risiken, die mit der steigenden Zahl der Überfahrten verbunden sind, und fordern die europäischen Mitgliedstaaten auf, eine angemessene, engagierte und proaktive Such- und Rettungsflotte bereitzustellen, die im Mittelmeer als Teil eines europäischen Mechanismus zur Rettung von Menschenleben operiert. Dies sind sehr wichtige Momente des kollektiven Bewusstseins, um zu erkennen, dass dieser Mechanismus unerlässlich ist, um Leben zu retten. Es ist unerlässlich, dass es Rettungssituationen gibt, die ordnungsgemäß koordiniert und ordnungsgemäß organisiert sind und nicht der Zivilgesellschaft oder manchmal kommerziellen Fischereibooten überlassen werden, die ebenfalls im Bereich der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel Rettungen auf See durchführen. Daher denke ich, dass diese Momente, in denen Europa und alle europäischen BürgerInnen sich des Ernstes der Lage im zentralen Mittelmeer bewusst sind, auch ein Schlüsselmoment sind, um einen koordinierten Rettungsmechanismus auf See zu fordern. L'ensemble des États et appeler encore une fois à ce mécanisme coordonné de sauvetage en mer. Seit die EU die Such- und Rettungsaktionen im Mittelmeer eingestellt hat, sind solche Initiativen dem Ermessen der Staaten überlassen. Aber NGOs sagen, dass viele EU-Staaten Notrufe ignorieren oder sogar mit den libyschen Behörden zusammenarbeiten, um Asylsuchende zurückzuschicken. Laut der Internationalen Organisation für Migration ist das zentrale Mittelmeer die tödlichste Migrationsroute der Welt. Seit 2014 sind fast 20.000 Menschen bei dem Versuch der Überfahrt gestorben oder verschwunden. Annelies Borges in Paris for Euronews.